Das Gute ist, wenn man moderieren darf, darf man die Maske ablegen. Das ist schon mal ein Vorteil. So, wir werden in dieser Sektion uns mit der Epoche auseinandersetzen, die wir im Rahmen unseres Projekts thematisieren. Und Herr Möhlich und ich tragen auf Deutsch vor. I will do my lecture in German, I said, and you find small extracts of the first remarks I will do in our Dropbox and from the lecture of Georg Möhlich II. And I will add to the Dropbox an special print from international journal where I wrote an article about epochs, a useful parameter for measuring time. Wenn wir müssen ja Zeit messen, we have to measure time, and therefore I think epochs are useful, but not necessary. Doch, but this must not be discussed in this session. Epochen, meine Damen und Herren, sind unmittelbar zu Gott. So erklärte Leopold von Ranke 1854 dem bayerischen König Maximilian II., der versucht hatte, den Berliner Gelehrten an die Universität München zu locken, und tat das in einem privatissimi gehaltene Vorlesung über die Epochen der neueren Geschichte. Ein Klassiker für alle, die sich mit der Geschichte und der Theorie der Geschichte befassen wollen. Damit hatte der russische Historiker, also Leopold von Ranke, den Wittelsbacher, Monarchen allerdings nur die halbe Wahrheit über das Wesen der Epoche vermittelt. Gemeint hatte er mit der Unmittelbarkeit, in der die Epoche zu Gott stünde, dass diese aus sich selbst heraus, aus ihrer je eigenen Zeit heraus zu beschreiben und vor allen Dingen zu bewerten sei. Nicht in Abhängigkeit davon, welche Folgen sie für die nachfolgenden Epochen hervorgebracht hat. Danach bewerten wir gewöhnlich Epochen, haben das auch eben schon mal andiskutiert und ich denke mal, das kommt auch gleich nochmal aufs Podium. Wie wäre also, und das ist glaube ich jetzt ein angemessenes Beispiel am Vorabend des Reformationstages, denn den haben wir morgen, wir fangen jetzt schon wieder an uns zu erinnern, eigentlich haben wir morgen den Tag des heiligen Wolfgang, das will ich nur betont haben, aber die Reliquien sind ja zurzeit nicht abhanden gekommen, sondern sogar geraubt worden. Gut, wir befinden uns am Vorabend des Reformationstags. Was wäre also das 16. Jahrhundert heute, wenn die Reformation nicht eine solche Dynamik entwickelt hätte, die ihre Folgen bis in die Gegenwart hinein allen Teilen sichtbar erhalten haben, zum Beispiel in Form dieses Reformationstages, ein Erinnerungsort? Wäre dann die Reformation überhaupt als Epoche in die deutsche Geschichte, etwa in diese ganz berühmte Klassikersammlung bzw. den Bestseller von Johannes Haller aufgenommen worden, die Epoche der deutschen Geschichte, wirklich ein Bestseller in 30 Jahren gewesen, und hätte Leopold von Ranke ihr eine mehrbändige Geschichte gewidmet? Vermutlich beides nicht. Und damit sind wir bei dem zweiten Teil der Wahrheit, die Ranke dem König nicht wissentlich vorenthielt, sondern die er selbst noch nicht in der Klarheit hatte sehen können, wie sie uns heute vor Augen steht. Epochen sind keine vorgegebenen Entitäten, nichts, was wirklich gewesen wäre, die sich also im Verlauf der Kette des vergangenen Geschehens von selbst herausgebildet hätten. Epochen sind Konstrukte, die, das ist die bittere Wahrheit, immer erst im Nachhinein gebildet werden. Von den nachfolgenden Generationen, von der jeweils nachfolgenden Gegenwart, und zwar eben deshalb gebildet werden, weil sie einen selbst schon konstruierten Zeitverlauf wie die Reformation eine Bedeutung zumessen wollen, die es ihnen ratsam erscheinen lässt, diese Phase stillzustellen. Epoche, das griechische Wort heißt nämlich eben das, stillstellen oder innehalten, und zwar innehalten, um zu bedenken. Das andere Wort gebrauchen noch, als wir den heute gewöhnlich verwenden. Wenn wir nämlich heute eine Zeitspanne von einigen oder, wie im Fall etwa des Mittelalters, auch so eine Epochenbezeichnung, das Mittelalter, das es als solches natürlich nie gegeben hat, aber von dem wir alle reden, wenn wir also heute eine
Zeitspanne von einigen hundert Jahren, die in Bezug auf den Mittelalter darunter verstehen, also unter Epoche verstehen, dann darf dabei nicht in Vergessenheit geraten, dass mit Epoche ursprünglich ein gedankliches Innehalten gemeint war, bei dem die historische Zeit stillgestellt wurde, um sie strukturell zu durchdenken. Auch wenn die strukturelle Sichtweise natürlich längst nicht all denjenigen einsichtig war, die sich mit dem Epochenbegriff befasst haben, etwa Leopold von Ranke. Epochen kommen also in der Vergangenheit nicht vor. Sie sind Konstrukte der eigenen oder wie im Fall des Mittelalters oder der Reformation vergangenen Gegenwart, die darauf gerichtet sind, nicht nur das Geschehene, sondern auch die diesen beigegebene Bedeutung in die Zukunft hinein zu vermitteln, damit Wirkung entfaltet werden kann. Das ist auch ein Grund, warum das mit dem kulturellen Erbe so schwierig ist. Wirkung entfaltet dabei nicht das vergangene Geschehen selbst, nicht die Ereignisse der Vergangenheit, sondern die Geschichten oder die Geschichte, die darüber erzählt, in Umlauf gebracht wird, wie eben die Reformation, der morgen ja als Erinnerungswort gedacht wird. Zugleich aber sind Epochen Produkte des Nachdenkens, wie gesagt wurde, und gelegentlich auch der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Vergangenheit. Mit anderen Worten handelt es sich bei Epochenbezeichnungen um historische Begriffe, in denen sich dieses Bemühen, also die Vergangenheit zu erkennen und für die Gegenwart fruchtbar zu machen, verdichtet. Epochen sind also nicht von der Vergangenheit vorgegeben, sondern im Nachhinein konstruiert und damit vermeintliche Instrumente, die den Blick auf die Vergangenheit nicht nur befördern, wenn sie gut erarbeitet worden sind, sondern ebenso verstellen können, weil sie den erfahrungsoffenen Blick auf die Quellen trüben, zumindest trüben können. Hinzuzufügen ist noch, dass sie extrem kulturabhängig sind oder besser geschichtskulturell abhängig sind. Sollte man also über Epochen überhaupt verwenden? Wer Geschichte griffbereit haben möchte, der kommt an der Epoche als eine dem amorphen Gebilde der Vergangenheit strukturgebenden Kategorie schwerlich vorbei. Zumindest, wenn er auf das Standardwerk von Immanuel Geis zurückgreift, der in seiner verbreiteten Reihe Geschichte griffbereit als letzten einen Band zu den Epochen beigesteuert hat. Im Vorwort erläutert er die grundsätzliche Unverzichtbarkeit dieser Kategorie, die er aus der pragmatischen Notwendigkeit ableitet, den Stoff, also die Ereignisse, die aus der Vergangenheit bekannt sind, periodologisch zu strukturieren, selbst dann, wenn man, wie er, keine Theorie oder Geschichtsphilosophie zugrunde legt. Zitiere: Für die schriftlich bekannte Geschichte sind Einteilungen unumgänglich, erklärt er recht lapidar, um die Flut punktueller Fakten sinnvoll zu bewältigen und das Einzelwissen durch großflächige Überblicksskizzen zusammenzufassen. Damit wird der Notwendigkeit einer Periodisierung der historiografischen Bewältigung des überlieferten vergangenen Geschehens das Wort geredet, nicht aber einer Einteilung nach Epochen. Also man könnte ja auch anders periodisieren als mit Epochenbegriffen. Geschichte muss aber gemessen werden. Denn sonst oder Vergangenheit muss irgendwie messbar gemacht werden, sonst lässt sie sich nicht erzählen. Denn grundsätzlich lassen sich, wie zu zeigen sein wird, andere Regierungsschemata finden als eben dieses Epochale. Und so bleibt Geist eine Präzisierung dessen, was er unter Epoche als kategoriale Größe zur Gliederung des Geschehens in der Vergangenheit versteht, schuld. Schlägt man, um diesen Mangel dann zu beheben, etwa einen geschichtlichen Grundbegriffen, ein Standardwerk, nach, so stellt man nicht ohne Erstaunen fest, dass sich ein Eintrag zur Epoche darin gar nicht findet, wiewohl der Begriff in der Zeit der Aufklärung einen entscheidenden Bedeutungswandel erfahren hat. Und eben mit dem Begriffswandel der Aufklärungszeit befassen sich ja diese sieben Bände, wenn ich richtig noch das Ganze im Blick habe, der geschichtlichen Grundbegriffe. Deswegen kann man trotzdem nicht auf Epochen verzichten, weil wir haben das ja eben, ob an Reformation oder Mittelalter, schon mal kurz klar gemacht, Epochen eingeführte historische Begriffe in den Geschichtswissenschaften und in der Historiografie sind. Und ebenso
so in der Geschichtskultur, also dem, was außerhalb der wissenschaftlichen Umgangs mit Geschichte von Epochen, wie mit Epochen umgegangen wird. Was macht eigentlich den Begriff der Epoche aus? Geist bleibt die Antwort schuldig. Die geschichtlichen Grundbegriffe geben keine Antwort darauf, wenn sie diese Frage nicht behandeln. Albrecht Lutz hat das zum Beispiel getan, als er einen Überblicksband zur Reformation schrieb und dabei vier formale Merkmale benannt hat, die allen Periodisierungen, auch hier sind nicht nur Epochen gemeint, aber darauf bezieht er sich vorwiegend, eigen sind. Zunächst braucht es eine ausreichende Integration. Das heißt, die periodologische Zeitverlaufsvorstellung muss in der Lage sein, verschiedene Aspekte dieses vergangenen Geschehens, etwa Gesellschaft, Staat, Kultur, Wirtschaft und so weiter, in sich aufzunehmen bzw. exakt ausweisen, auf welche Dimension vergangenen Lebens sie sich bezieht. Das ist nicht ganz unwichtig. Sie wissen, das Mittelalter hat ja am 1.1. des Jahres 500 begonnen und am 31.12. des Jahres 1499 geendet. Zumindest so, wie das häufig vermittelt wird. In Wirklichkeit hat etwa posthum, vor 3 Jahren schätze ich, Jacques Le Goff nochmal einen Band zur Epoche gemacht und die Frage gestellt, ob man den Epochen überhaupt braucht. Und die französischen Sozialhistoriker schneiden das Mittelalter völlig anders. In der Regel eben vom 8. oder von ungefähr 800 bis 1800 ist also die Reformen der, etwa der preußischen Reformen und so weiter, im Nachgang der französischen Revolution zustande gekommen. Und Sie wissen genau, wir haben eben von der Reformation gesprochen, 1517 kann ein Ende sein oder 1483, wenn man neue Gegenden der Welt entdeckt. Es kommt also eben auf genau diesen Standpunkt an, werde ich religionsgeschichtlich oder christentumsgeschichtlich das Mittelalter zuschneiden oder andere Epochen oder aus wirtschaftshistorischen Gründen, wie das etwa die französischen Sozialisten. Also erstes Kriterium, ausreichende Integration. Zweites Kriterium, zweckmäßige Größenordnung nach Heinrich Lutz. Das heißt, die definierte Periode und ihre Binnendifferenzierung muss dem Erkenntnisinteresse entsprechen, das mit der Setzung verfolgt wird. Zweckmäßige Größenordnung, manchmal ändert sich das. Früher haben wir noch die Trias einfach gehabt. Antike, Mittelalter, Neuzeit. Aber die Neuzeit wird ja immer länger. Und inzwischen gibt es nicht nur Frühneuzeitler, sondern auch Spätneuzeitler. Und darüber hinaus natürlich Zeitgeschichtler und was auch immer. Das heißt, die Größenordnungen verschieben sich oder das, was als angemessene Größenordnung betrachtet wird. Und das ist extrem zeitabhängig auch. Solche Periodisierungsversuche. Drittes Kriterium wäre die räumliche Relevanz, das heißt epochale Zeitverlaufsvorstellungen besitzen neben einer zeitlichen eine räumliche Komponente, die aufgrund von Ereignissen, Strukturen, Mentalitäten bezogenen zeitlichen Begrenzungen gelten nur in fest definierten räumlichen Grenzen. Thomas Bauer hat vor kurzem ein Buch geschrieben, warum es das islamische Mittelalter nicht geben könnte. Und das Ergebnis des Buches ist, er schneidet den Raum einfach anders und plötzlich kommt er zu anderen Periodisierungsschemata, die wir hier nicht erörtern müssen, weil das dann doch viel zu lange Zeitverläufe sind, die da gegliedert werden. Man könnte das jetzt noch lange fortsetzen, die Frage, und das müsste man dann international diskutieren, ist die Epoche tatsächlich ein Parameter, mit dem man Zeit messen sollte? In anderen Kulturen herrschen ganz andere Parameter, nach denen man das tut. Und zumindest in einem globalen Diskurs muss man eben diese Frage stellen. Wir könnten jetzt noch lange weiterreden, aber ich will ja nur die Vorlage sozusagen geben, die dann Herr Mühlich ins Tor schießt. 4 Punkte, glaube ich, sind wichtig, wenn wir uns mit Epochen befassen. Nicht nur the times are changing, um auch wieder zu zitieren, wenigstens einen Nobelpreisträger unter uns, sondern auch die Zeitmuster ändern sich. Wie wir gerade festgestellt haben, die Epochengliederungen verschieben sich. Daher gibt es keine allgemeinen oder universellen Parameter für Perioden oder gar Epochen. Sie hängen ausnahmslos alle von kulturellen Vorbedingungen ab.
Zweitens, in der westlichen Welt ist der Trianische oder die Trianische Epochengliederung seit etwa 1800 gängig und hat sich durchgesetzt. Also das, so lange ist das noch gar nicht her. Und wenn man Celadius häufig in diesem Zusammenhang zitiert, Celadius hatte ein Problem, er musste einfach den Stoff bewältigen, weil er ein Lehrbuch schrieb. Das heißt, diese Einteilung in antike Mittelalter, Neuzeit, diese Trias ist eigentlich die Frucht einer didaktischen Überlegung. Wie mache ich eigentlich die Zeit einteilbar, um sie vermittelbar zu machen, also höchst artifiziell. Epochen sind eben artifiziell konstruierte Begriffe. Vielfach wird eben tatsächlich, werden die Epochengrenzen ja in Frage gestellt. Das passiert eben häufig am Mittelalter, weil František Krausmann herausgestellt hat, schließlich sei das Mittelalter die einzige Epoche mit Anfang und Ende. Das ist auch logisch, sonst stimmt es nicht in der Mitte. Allerdings haben wir eben schon festgestellt, die Zäsuren, wann es beginnt und wann es ändert, haben sich in der Geschichte der Historiografie verändert und werden sich auch weiterhin verändern. Auch deshalb, weil beispielsweise die vorneuzeitlichen Epochen in der Geschichtskultur und vor allen Dingen auch im Geschichtsunterricht kaum mehr vorkommen. Das könnte dramatische Verschiebungen mit sich bringen, auf die wir aber nicht hinweisen müssen. Und diejenigen, die unter uns Geschichte studiert haben, wissen oder kennen auch noch dieses schöne Bonmot: Der Neuzeithistoriker braucht Intelligenz, der Mittelalterhistoriker Methode. Dann fühlen Sie sich alle an Ihre Proseminare erinnert, als Sie noch Chronologie lernen mussten, Diplomatik, Stragistik und was weiß ich. Früher hießen die Hilfswissenschaften, heute sind es ja die Grundwissenschaften sozusagen. Also auch das ändert sich. Also möglicherweise wäre der methodologische Zugang zu bestimmten Zeiten aufgrund der materialen Beschaffenheit der Quellen ein Grund, um Epocheneinteilungen vorzunehmen. Aber darüber müssen wir uns hier nicht unterhalten, weil wir uns auf die Neuzeit beziehen. Die epochale Trias besteht auch in der Geschichtskultur fort, also nicht nur in der Geschichtswissenschaft, sondern wir haben das auch alle verändert. Wie oft sagen Sie denn, wenn Sie irgendwas als nicht zeitgemäß befinden, das ist aber mittelalterliche Zustände, oder? Immer wenn meiner Frau eine Krawatte nicht gefällt, die ich anziehe, sagt sie, ist altfränkisch. Dann kann ich immer erwidern, weiß nicht mal, was Altfranken ist. Ist kein Historiker. Ne? Von daher hatten wir da noch nicht die Argumente sozusagen. Aber wir bewegen uns in diesen epochalen Begrifflichkeiten, auch in der Geschichtskultur, das heißt außerhalb der geschichtswissenschaftlichen Forschung. Und schließlich müssen deshalb Epochen thematisiert werden. Epochen müssen thematisiert werden. Wir müssen über Epochenbegriffe sprechen. Das muss nicht nur das Mittelalter sein, sondern es kann eben die Zwischenkriegszeit sein, die wir nicht als gegeben hinnehmen, sondern die wir selbst thematisieren, in Frage ziehen und dann eben auch vergleichen behandeln. Denn am Ende können wir zu den Überlegungen des Anfangs zurückkehren. Epochen sind unmittelbar zu Gott. Das klingt jetzt so am Vorabend des Reformationstages religiöser, als es gemeint ist. Epochen müssen als Epochen oder als abgeschnittene Zeiträume wahrgenommen werden, die nicht danach bewertet werden dürfen, inwieweit sie Wirkung auf die nachfolgenden Zeiten gehabt haben. So wenigstens war die Maxime bei Leopold von Ranke. Und das ist, glaube ich, eine Maxime des Historismus, der man durchaus folgen kann. Historische Begriffe sind rekonstruiert, und zwar retrospektiv konstruiert. Das heißt, jetzt könnte ich sagen, aus dem kulturellen Erbe unserer heutigen Zeit heraus, aus der Kultur unserer heutigen Zeit heraus, mit all den Wertsetzungen, die wir auch einfließen lassen, in diese Epochenbezeichnung. Und mit diesen Epochenbezeichnungen, die wir dann in der Gegenwart verwenden, tragen wir eben auch immer bestimmte Werte weiter. Und drittens, auch das scheint in unserem Vorhaben ganz wichtig zu sein und wird jetzt gleich nochmal anhand der Zwischenkriegszeit thematisiert, Epochen sind extrem kulturabhängig, wenn wir bei diesen Epochenschemata, die wir gerade zur Sprache gebracht haben, bleiben, sind das alles
zentraleuropäische Epochenbegriffe, die wir für gängig halten, die aber in anderen Kulturen ganz anders aufgefasst werden. Alle diese drei Kriterien, glaube ich, also Epochen sind unmittelbar zu Gott, aus sich selbst heraus zu beschreiben. Wir wollen ja nur wissen, wie es eigentlich gewesen ist, um ein anderes Diktum von Ranke zu bemühen. Und Sie wissen, wie groß die Literatur um dieses eigentlich mittlerweile ist. Denn das eigene geht ja auf den Wesenskern, auch dann einer Epoche zurück. Aber auch darüber können wir jetzt noch drei Vorlesungen halten. Also Epochen, als auch die Zwischenkriegszeit dann als eine solche zu bedenken, die aus sich selbst heraus verstehbar ist, ob das möglich ist, werden wir, glaube ich, gleich hören. Sie als retrospektiv konstruierte historische Begriffe zu betrachten und damit eben als Produkte einer nachfolgenden Zeit. Und Epochen sind kulturabhängig. Und das ist ja genau das, was wir mit der Zwischenkriegszeit eigentlich auch zur Sprache bringen wollen. Inwieweit denn das ein Epochenbegriff ist, der ist ja nicht ganz so lang wie das Mittelalter, der zwischen den verschiedenen Geschichtskulturen in Polen, England, Frankreich, Finnland, Slowenien, dem linksrheinischen Ausland, dem rechtsrheinischen bis hin nach Schweden sozusagen, ob das ein Begriff ist, der, mit dem wir überhaupt gemeinsam arbeiten können. Von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, diesen Epochenbegriff Zwischenkriegszeit zu reflektieren. Aber das ist längst geschehen und einen Überblick darüber gibt uns, glaube ich, Georg Mühlig jetzt, inwieweit hier die ersten Voraussetzungen geschaffen sind, dass wir uns dieses Begriffs bedienen können. Vielen Dank. Im September 1939. Dabei
wird dieser Zeitraum von gut 20 Jahren durchgängig als extrem krisenhaft und instabil bezeichnet. Hans-Ulrich Wehler, ein nicht ganz unbedeutender Historiker der deutschen Tradition, der Sozialgeschichte heraus, schreibt 2003 in seiner deutschen Gesellschaftsgeschichte, Zitat, Europa durchmaß nach 1918 eine labile 20-jährige Zwischenkriegszeit, die in Süd-, Ost- und dann Mitteleuropa den fatalen Aufstieg autoritärer Systeme erlebte. Er führt dann weiter aus und ebenfalls in der Retrospektive zeigt sich, dass mit der Junikrise von 1914 das in Anführungszeichen Zeitalter der Weltkriege begann, dessen innere Kohärenz es rechtfertigt, von einem neuen, unserem, modernen 30-jährigen Krieg zu sprechen. Das ist die zweite Möglichkeit, die ich hier einführen will, über die ich auch mich ein bisschen äußern möchte. Dezidiert unter dem Begriff Zwischenkriegszeit schreibt Gunter May in seiner, ich finde, sehr konzisen Darstellung Europa 1918 bis 1939 von 2001. Er schreibt zum europäischen Rahmen, Zitat, es gab in ganz Europa stark irritierte, weil infolge von revolutionärem Druck und oder Reformzwang instabile Übergangsgesellschaften, die von Anpassungsdauerkrisen unterschiedlicher Intensität und Verlaufsgeschwindigkeit geprägt waren. Zitat Ende. Der Begriff der Anpassungsdauerkrise scheint mir sehr signifikant für unseren Zeitraum zu sein, weil er verschiedene Ebenen der Krise zulässt. Das ist also nicht die absolute Krise, die Anpassungsdauerkrise, wie das Gunter May nennt, finde ich eine sehr gute Formulierung, die man, glaube ich, sehr gut nehmen kann. Und er schreibt dann weiter in seiner Darstellung, in der Schlusspassage, Zitat, die Spaltung der europäischen Gesellschaften nicht allein in Klassen, Nationalitäten und Religionsgemeinschaften, sondern auch in antagonistische Deutungskulturen und Modernisierungspfade verhinderte in den meisten Staaten den Erhalt bzw. die Wiederbegründung eines Grundkonsenses, auf dem liberale und demokratische Gesellschaften notwendig beruhen. Das erscheint mir wichtig zu sein. Antagonistische Deutungskulturen und Modernisierungspfade im Plural. Das sind beides Punkte, über die wir in dieser Zeit, über die wir da reden, verständigen müssen. Der Begriff der Zwischenkriegszeit taucht in den letzten Jahren des Öfteren in europäisch ausgerichteten Gesamtdarstellungen auf. Ich zitiere jetzt nur, ohne näher darauf einzugehen, Boris Barth, Europa nach dem Großen Krieg, die Krise der Demokratie in der Zwischenkriegszeit 1918 bis 1939, 2016 publiziert und etwas älter schon, 1998 publizierte Horst Möller in der Oldenburgschen Reihe, also relativ breit rezipiert, eine Handbuchdarstellung mit dem Titel Europa zwischen den Weltkriegen. Da operiert er ausdrücklich mit dem Begriff der Zwischenkriegszeit, die er als Epoche definiert in seiner Einleitung. Er schreibt, Zitat, die beiden Weltkriege markieren die Epochengrenzen keineswegs in einem nur äußerlichen Sinne. Vielmehr charakterisieren diese beiden fundamentalen Katastrophen die beiden Friedensjahrzehnte durchaus in einem inhaltlich strukturellen Sinne. In seltener Einmütigkeit wird diese Epoche dezidiert als Zwischenkriegszeit gedeutet, als eine Zeit fortdauernder Instabilität, immer wieder aufkommender Krisen, der innenpolitischen Systeme wie der internationalen Ordnung. Gleichwohl, und das ist mir jetzt sehr wichtig, sieht Möller keine Finalität des Geschehens. Zitat, da dieser Kampf, damit meint er zwischen Demokratie und Diktatur, oder Demokratien und Diktaturen, könnte man ergänzen, da dieser Kampf nicht von vornherein entschieden war, kann die Zwischenkriegszeit trotz des Sieges der Diktaturen nicht als einliniger Prozess, als Epoche der Hoffnungslosigkeit angesehen werden, sondern selbst wenn sie im Rückblick so erscheint und die zu bewältigenden Probleme ein riesiges Ausmaß angenommen haben. Zitat Ende. Darauf werde ich nachher nochmal eingehen. Neben diesem Narrativ Zwischenkriegszeit trat zunehmend auch die Begrifflichkeit von einem zweiten 30-jährigen Krieg auf. Und zwar bezogen auf Europa, der den Zeitraum zwischen 1914
und 1945 abdeckt. Der Begriff taucht schon in den 1940er Jahren auf, also in der Zeitgenossenschaft der Menschen, die 1940 das Kriegsende erleben, taucht schon dieser Begriff Zweiter Dreißigjähriger Krieg auf, mehr von Publizisten, aber immerhin, er taucht auf. Dieser Begriff wird dann vor allem seit den frühen 2000er Jahren als Hintergrund für viele historische Darstellungen entdeckt, in Anführungszeichen. Hintergrund dabei ist die Tatsache, dass die Zwischenkriegszeit, das ist das Neue an dem Begriff Dreißigjähriger Krieg, in Europa dezidiert keine Zeit des Friedens war. Also die Zeit zwischen den Kriegen war keine friedliche Zeit, also keine Zeit des Friedens, sondern bestimmt war durch eine Vielzahl von teilweise erbitterten, bewaffneten Auseinandersetzungen. Das könnte man jetzt durchdefinieren, mache ich jetzt natürlich nicht. In der Titelformulierung der Darstellung des französischen Historikers Enzo Traverso von 2008 verdichtet sich diese These. Er hat sein Buch genannt, Im Bann der Gewalt, der europäische Bürgerkrieg 1914 bis 1945. Da wird es nochmal sehr dicht auf den Begriff Bürgerkrieg zugespitzt. Es gibt durchaus Kritik an dieser Formulierung mit dem europäischen Bürgerkrieg oder auch mit diesem Zweiten Dreißigjährigen Krieg. Ich zitiere den Historiker Bruno Toss von 2002, der an, wie ich zugebe, etwas versteckter Stelle dezidiert dagegen sich äußert und schreibt, Zitat, Ereignisse und Strukturen fordern zum Einspruch gegen ein Bild heraus, das suggeriert, als seien hier gleichsam schicksalshafte Naturkräfte in die Geschichte eingebrochen zu werden. Also er wehrt sich gegen diese Übertreibung, diesen Zweiten Dreißigjährigen Krieg, der sozusagen über Europa einfach hinweggestülpt worden ist, oder wie man das nennen will. Ein kurzer Rückblick sei gestattet. Ein Befund von, aus der Durchschau, der Durchsicht des von Theodor Schieder herausgegebenen Handbuches der europäischen Geschichte. Im 1979 publiziert Band 7, der also unser Zeitraum umfasst, in zwei dicken Bänden publiziert, gibt es nur bei Paul Kluge, der den britische Geschichte und die Geschichte des Commonwealths beschreibt, eine Formulierung mit der Zwischenkriegs- und Nachkriegszeit, die er benutzt. Alle weiteren Beiträge zu den anderen europäischen Staaten nutzen die Begrifflichkeit Zwischenkriegszeit nicht. Also sie haben den überhaupt nicht als Hintergrund für ihre Darstellung. In der historiografischen Praxis in Deutschland wird der Begriff der Zwischenkriegszeit durchaus verwendet. Meist, und das ist jetzt das Wichtige, um über das Epochenjahr 1933 reichende verbindende Aspekte aufzuspüren. Also es ist ein Versuch, sozusagen über den Einschnitt 1933 hinwegzugehen, eben bis 1939. Wolfgang Hartwig hat diesen Begriff etwa in zwei wichtigen Sammelbänden im Titel verwendet. Der eine heißt Utopie und politische Herrschaft im Europa der Zwischenkriegszeit, der andere politische Kulturgeschichte der Zwischenkriegszeit. Jeweils mit dem Zeitrahmen 18 bis 39. In einem der Einleitungen zu diesen Bänden schreibt Herr Hartwig, Zitat, zuletzt ist vielfach das Epochenjahr 1933 relativiert und die Zwischenkriegszeit als Epocheneinheit konzipiert worden. Die Jahre zwischen 1914-18 und 1939-45 erscheinen als Katastrophenzeitalter, so war Eric Hobsbawm, oder als Übergangszeit im Kampf um die Moderne, Zitat Ende. Ich mache jetzt einen Schnitt und schaue mir die historiografische Praxis der Stadtgeschichte an. Und da fällt auf, dass der Begriff der Zwischenkriegszeit in stadtgeschichtlichen Darstellungen so gut wie keine Verwendung findet. Ich habe beispielsweise mir in einem ganz anderen Kontext 22 rheinische Stadtgeschichten der letzten gut 20 Jahre angeschaut. Und in keiner dieser Stadtgeschichten wird der Begriff Zwischenkriegszeit verwendet. Das ist manchmal die Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg oder Weimarer Republik und NS-Zeit, ganz unterschiedlich. Aber keiner verwendet den Begriff Zwischenkriegszeit. Das ist jetzt, gebe ich zu, ein regionaler Ausschnitt. Man müsste das jetzt nochmal auf Deutschland oder auf Europa erweitern. Ich würde aber die Wette eingehen, dass der Gesamtbefund ungefähr so bleiben wird. Bei kulturwissenschaftlichen Publikationen wird der Begriff als, ich sage es mal etwas zugespitzt, als elegante chronologische Klammer verwendet. Ich habe ein Beispiel rausgesucht, ganz aktuell. Der Band
heißt Exploration urbaner Räume, Wien 1918 bis 1938, alltagskulturelle, künstlerische und literarische Vermessungen der Stadt in der Zwischenkriegszeit. Oh. Also da wird sozusagen die Zwischenkriegszeit so als eleganter Übergangsbegriff verwendet, um möglichst alles einzupacken, was man mit Wien zwischen 18 und in dem Falle 38, also den Einschnitt ist ja für Wien eben dann 1938, verwendet hat. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass an beiden Begriffsverwendungen, sowohl Zwischenkriegszeit als auch 30-jähriger Krieg, sicher kritisiert werden kann, dass sie eine implizite Finalität zwischen den beiden Weltkriegen herstellen. Also wie so ein Sandwich, was zwischen zwei Entitäten sich bewegt und einfach dazwischen liegt und nicht das eine und nicht das andere überschreiten kann, sozusagen. Diese Setzung wird heute von den Ergebnissen jüngerer Forschung, besonders bezogen auf die Weimarer Republik, dezidiert in Frage gestellt. Die Chancen und Möglichkeiten der Weimarer Demokratie werden heute deutlich intensiver wahrgenommen und positiver bewertet. Und eine simple, jetzt kommt der Begriff nochmal, Pfadabhängigkeit, wie sie in der mit der Diskussion um die Zwischenkriegszeit intensiv verwobene Debatte um den vermeintlichen deutschen Sonderweg immer wieder unterstellt wird, wird heute argumentativ überzeugend in Frage gestellt. Wir werden morgen ja in den Workshops uns genau mit dieser Frage, welche Jahre gibt es, die Wendezeiten waren, wo Wegscheide waren, ob das 1923 ist oder 1925 oder andere Jahre, das werden wir ja diskutieren, wo eben auch diese Fahrtabhängigkeit hätte anders verlaufen können. Das ist ja die Grundaussage, wenn man sich damit so auseinandersetzen will. Ich will nicht in Abrede stellen, dass der Begriff der Zwischenkriegszeit natürlich auch Vorteile hat. Deshalb ist er hier auch verwendet worden. Wenn man ihn, das sage ich jetzt mal bewusst zum Schluss hin, pragmatisch deskriptiv verwendet und sich seiner bedient, wenn klar formuliert wird, dass es sich nur um eine chronologische Begriffsvereinbarung handelt, dann ist das sicherlich ein sehr kluger Begriff. Und das auch so, was Herr Hasberg eben gesagt hat, dann ist das eben keine Epoche, die unmittelbar zu Gott ist, sondern es ist eine deskriptive Epochenbezeichnung, die sicherlich verwendet werden kann, gerade wenn man sie klugerweise in Anführungszeichen verwendet. Um jetzt nochmal den Rückkurs zu dem, was schon im Juli gesagt worden ist, in der Zusammenfassung schrieb Herr Hasberg, es ist geboten, die Zeitspanne zwischen 1918 und 1939 in ihrer Eigenständigkeit zu würdigen, ohne ihre Eigentümlichkeiten unter dem Tarnmantel der Zwischenkriegszeit verschwinden zu lassen und sie damit ihrer eigenen Dignität zu entledigen. Das will ich nochmal aufgreifen. Das erscheint mir ganz wichtig zu sein, dass wir, wenn wir diesen Begriff verwenden, uns darüber klar sind, welche, in Anführungszeichen, Risiken wir damit eingehen, nämlich diese Finalität zwischen Weltkrieg 1 und Weltkrieg 2 sozusagen festzuzurren, dass wir auf der anderen Seite aber die Chance uns nehmen sollten, das Besondere dieser Zeit eben auch wahrzunehmen. Und jetzt kann ich das auch, was heute Mittag Herr Barewski gesagt hat, an einer Stelle. Er hat gesagt, Vergangenheit darf nicht passend gemacht werden. Das ist eine sehr, sehr coole Bemerkung zu sein, die das, was ich versucht habe, jetzt darzustellen, nochmal mehr oder weniger zusammenfasst. Es ist sicher legitim, solche Begriffe zu verwenden. Man muss sich ihrer Problematik bewusst sein und man muss aufpassen, gerade eben in dem Falle jetzt europäischen Vergleich, könnte aber auch genauso ein internationaler Vergleich sein, das ist vollkommen egal. Es muss klar sein, dass man eben nicht mit dieser Begrifflichkeit zwischen zwei gewichtigen Ereignisketten wie die beiden Weltkriege, dass man nicht mit dieser Zwischenkriegszeit sozusagen Vergangenheit dann passend macht, um sie eben in dieses Gehäuse hineinzukriegen. Die Vielfalt, der Begriff ist ja heute auch schon von Frau Verheyen geprägt worden, die Vielfalt Europas spricht ja dafür, dass man mit einer solchen Closed-Shop-Situation eben mit einer Abgrenzung eines solchen Begriffes als chronologischen Begriff nicht weit kommen kann, weil die Vielfalt der unterschiedlichen Regionen, der unterschiedlichen Nationen, der unterschiedlichen Wahrnehmungen so breit angelegt ist, dass es hochschwierig ist, mit einem solchen Begriff die Gesamtheit fassen zu können. Das ist, wie gesagt, kein Argument gegen den Begriff, es ist nur ein Hinweis darauf,
dass man diese Begrifflichkeit sehr vorsichtig und klug benutzen soll. Und eben, wie ich gesagt habe, pragmatisch deskriptiv. Vielen Dank. Und das ist die Wahrnehmung jetzt aus der Forschung von dem Begriff. Das heißt, an der Stelle holt dieses Projekt die Forschung ab. Und ich glaube, dass das eine relevante Überlegung ist, die wir mit reinnehmen wollen. Wollen wir, also geht es wirklich, das ist ja eine Verstärkung des Blicks an der Stelle, ne? Auch eine, also ein Ausschluss oder sagen wir mal eine Reduktion der Wahrnehmung des Projekts auf der Forschungsebene. Und ob das tatsächlich nicht doch eine Rolle spielt in der Überlegung, ob mit dem Begriff gearbeitet wird oder nicht. Dankeschön. Ja, sicher, man kann das sehr kritisch sehen. Ich habe jetzt mehr so diese Offenheit eher positiv gewertet. Ich habe ja versucht anzudeuten, dass das natürlich auch aus einer bestimmten Zeitsituation entstanden ist, diese Begrifflichkeit. Ja, da muss man ganz klar rausarbeiten. Und das hängt eben mit dieser ganzen, ich habe das jetzt weggelassen, weil das sonst die Sache noch weiter mehr addiert hätte. Das hängt mit dieser Sonderwegsdiskussion zusammen. Und diese Sonderwegsdiskussion ist natürlich eine Diskussion, die in den 70er Jahren angefangen hat. Also die gab es schon vorher natürlich. Ne? Also von Luther, um den auch noch zu erwähnen, bis Hitler, ne, sozusagen. Das hat es natürlich schon vorher gegeben. Aber als Sonderwegsdiskussion im klassischen Sinne ist das in den 70er Jahren entstanden. Durch mehrere Publikationen. Ich könnte das jetzt hier in gewisser Ausführlichkeit darlegen, möchte ich aber gar nicht. Nur, diese Sonderwegsdiskussion ist eine eminent politische Diskussion. Und das hat sich, nach meiner Wahrnehmung zumindest, in den letzten Jahren ein bisschen abgeflacht. Weil die Protagonisten, ich sage es mal ganz banal, nicht mehr da sind. Also eine gewisse Schärfe, die es da gegeben hat, die unter anderem von Hans-Ulrich Wähler und anderen, ich habe es jeder genannt, ich könnte auch andere nennen, da ins Gespräch gebracht worden sind, die haben sich heute so ein bisschen, ich nenne es mal verflacht, die sind nicht weg. Das kann auch jederzeit wieder als Thema aktualisiert werden. Also die Argumente sind vollkommen da. Und deshalb will ich sagen, der Begriff Zwischenkriegszeit oder 30er Krieg ist implizit verbunden mit dieser Sonderwegsinterpretation. Ja, das ist eben dann genau die Klammer zwischen, warum brauchen wir so einen Begriff, wir brauchen den, um klarzumachen, Wahlabhängigkeit. Die setzt eben dann nach Wähler und anderen im Kaiserreich oder wegen mir bei Luther oder wo auch immer. Keine Ahnung jetzt, oder bei der so vielen Teilung des Karolingerreiches oder so, egal, wo man jetzt anfängt. Aber das ist Wahlabhängigkeit. Und da würde ich eben heute, ich persönlich sowieso, aber auch aus der Kenntnis der Literatur, da würde ich eben ein großes Fragezeichen machen. Also diese Idee der Wahlabhängigkeit bezogen auf die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts ist meines Erachtens hochproblematisch.
Und ich würde das nicht mehr verwenden, aber das soll jedem selber überlassen sein. Aber gebt ihm vollkommen recht, diese Begrifflichkeit Zwischenkriegszeit ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Hört sich jetzt komisch an, das ist ein Zeitbegriff, aber er ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber er ist hier verwendet worden und deshalb, das war ja mein Auftrag, erst nochmal so ein bisschen kritisch aus der Literatur heraus kritisch darzustellen. Wie gesagt, nochmal, wenn man ihn ein bisschen pragmatisch verwendet, ist da erstmal nichts gegen zu sagen. Und ich finde, durch die Kennung mit den Anführungszeichen ist das auch nochmal eine klare Setzung. Die macht nämlich Wähler nicht. Der nennt das nicht Zwischenkriegszeit in Anführungszeichen. Ja, das ist ein Unterschied. Also, ich habe das eben beabsorgt. Vielen Dank für Ihre Ermahnung in Bezug auf die Begrifflichkeiten, die uns, glaube ich, in dreifacher Hinsicht sehr hilfreich sind. Zum einen haben wir den Begriff ja auch relativ vorbehaltlos zunächst mal angebracht. Sie haben darauf hingewiesen, ich weiß gar nicht, wie der Autor war, aber in der Oldenburg-Reihe, also Grundriss oder diese Enzyklopädie-Reihe. Und wenn man sich diese Reihe mal anguckt, gibt es auch, ich kenne mich ja nur im Mittelalter aus, auch da wenn zum Beispiel, es gibt einen Vernachten zum Investiturschrei. Da wird auch direkt erklärt, dass der Begriff eigentlich nicht mehr gängig ist, aber dann bleibt es so tituliert und so halten sich eben solche auch Epochenbezeichnungen, obwohl sie ganz anders verstanden werden. Das finde ich ist wichtig. Wir müssen das im Rahmen des Projekts bedenken. Was mich sozusagen hoffnungsfroh stimmt, sind zwei andere Beobachtungen, die Sie gemacht haben. Dass einerseits in den Handbuch der europäischen Geschichte der Begriff in den anderen Berichten außerhalb des Deutschen überhaupt nicht existiert. Und auch in den Lokalgeschichten laut Stichprobe nicht vorkommt. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Krieg immer irgendwie so eine nationale Angelegenheit ist und nicht unbedingt als städtische Angelegenheit betrachtet wird. Das sind, glaube ich, die Punkte, die wir jetzt im Rahmen des Projekts bedenken müssen. Dass das also, wenn es überhaupt eine Epochenbezeichnung sein sollte, ich glaube, wir haben den auch eher pragmatisch verstanden, wie Sie am Ende auch angemahnt haben, dann muss man ihn eben problematisieren, thematisieren, als einer, der in so einer und vor allen Dingen stimmt ich, wie gesagt, hoffnungsfroh, dass wir uns ja gerade in diesem Spannungsfeld Europa und lokale Ebene bewegen und uns da der Begriff offenkundig nicht so gebräuchlich ist. Also braucht man, dass wir das in den Handelsprojekts thematisieren. Eine Woche haben wir noch eine kleine Menge und die anderen darf ich schon mal bitten, sich zu überlegen, was noch zu tragen wird. Ja, nämlich vielen Dank auch von meiner Seite für den Vortrag. Ich finde diese Herangehensweise pragmatisch, deskriptiv oder distanziert kritisch auch sehr sinnvoll, weil ich glaube auch, dass der Begriff der Zwischenkriegszeit im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit oder die Öffentlichkeit auch wichtig ist, weil wir irgendeinen Begriff brauchen, mit dem wir sozusagen in die Öffentlichkeit gehen können im Hinblick auf unser Projekt. Und ich glaube, da bietet die Zwischenkriegszeit, der ja, glaube ich, auch alle Länder in irgendeiner Form Kriegsteilnehmer waren, sinnvolle Anknüpfungspunkte. Und was ich interessant fände, jetzt im Hinblick auf unsere internationalen Partner, wie denn in Finnland und Polen diese Zeit wahrgenommen wird, weil das Ende des Ersten Weltkriegs hat für diese Länder eigentlich die Gründung des Staats bedeutet. Da würde mich interessieren, wie dort die Begrifflichkeit ist oder empfunden wird, wie dort gewählt wird. Ich weiß nicht, soll ich das noch übersetzen? Das geht das gar nicht mal ein. Okay. Also es ist so, es gibt natürlich schon Beispiele von nationalen Historiografien, die mit diesen beiden Kriegen operieren. Also es gibt eine ganz wichtige, umfangreiche Publikation zur britischen Geschichte. Ich habe den Namen des Autors leider vergessen. Die ist in 10 oder 15 Auflagen erschienen. Britain Between the Wars. Also da ist diese Dazwischensein schon drin. Aber ich bin jetzt überfragt, nur ich habe eben mal das Handbuch der europäischen Geschichte durchgeschaut, wo ja wirklich alle staatlichen Entitäten berücksichtigt sind. Und da taucht eben dieser Begriff Zwischenkriegszeit auch in die Zwischenüberschrift nicht auf. Also ich bin wirklich mal alle Beiträge, die Unterkapitel, die habe ich mir auch angeschaut, es taucht nicht auf. Ausnahme Paul Kluge eben zu Commonwealth, da ist es eben Zwischenkriegs- und Nachkriegszeit. Also Nachkriegszeit bezieht sich auf den zweiten. Also da ist es so eine Übergangsdefinition, die er da verwendet. Also es taucht nicht auf, es ist immer bezeichnet, das darf ich auch darauf hinweisen, dass Theodor Schieder als Titel für sein Buch nicht Europa im Zeitalter der Weltkriege genommen hat, sondern Europa im Zeitalter der Weltmächte. Das ist ein großer Unterschied, denn das bedeutet eine ganz andere Herangehensweise.
aber ich finde das schon bezeichnend, dass da eben nicht die Weltkriege im Vordergrund stehen, sondern die Weltmächte. Also Europa, Zeitalter der Weltmächte. Also eine ganz andere Herangehensweise. Ja, also einmal ist die Zwischenkriegszeit eine sehr einfache Einteilung, weil man weiß, wann es angefangen hat und wann es aufgehört hat. Also Kriegsende, Kriegsanfang, aber man, und deswegen hat sie sich auch eigentlich in der Bevölkerung sehr lange gehalten. Und man hat vielleicht noch die Einteilung, dass da zwischendurch halt die große Katastrophe der Ökonomie passiert ist. Das ist aber nur ein Teil. In der Wissenschaft meine ich, dass die einfache Einteilung in Zwischenkriegszeit davon ablenkt, was da eigentlich passiert ist. Es ist nur eine zeitliche Abtrennung. Dabei geht man nicht mehr auf die recht schwierigen Prozesse, die in der Weimarer Republik oder in den anderen Ländern auch in dem Aufstieg des Faschismus und ähnlichen Sachen abgelaufen sind. Es wurde jetzt gefragt zu Finnland. Da kann eventuell Tina ja ein bisschen noch aushelfen. Da wird unter anderem auch zwischen den Kriegen gesagt, ich weiß es nicht, wie es in der Wissenschaft eigentlich ist, man unterteilt aber auch die Zeit der Überwindung des Bürgerkrieges nach 18, der ja sehr blutig war und hier vielleicht gar nicht so angekommen ist. Danach spricht man häufig von der Zeit der Gefahr, wahrer Not. Die rechts, weit rechts stehende Bewegung versucht hat, die Republik zu kippen. Also es sind andere Bezeichnungen da, aber die einfache Bezeichnung, das ist zwischen den Kriegen gewesen, und die Kriege sind sehr einprägende Einschnitte in das finnische Denken, die ist auch da. Inwieweit das jetzt die Forschung befriedigt oder nur eine Epoche durch zwei Daten schreibt, das kann ich so nicht sehen. Ich sehe das nur als Arbeitsgerät. Eine Bezeichnung. Also, ja. Zu der finnischen. Was? Ja, vielleicht kann ich nicht einmischen. Es tut mir leid, also bei mir funktioniert das Chat nicht. Also ich kann mich nicht anmelden, ich mische nur ein. Und ich würde sagen, also in der finnischen Geschichtsschreibung ist ja also Begriff Zwischenkriegszeit ein gängiger Begriff. Und wie schon angedeutet wurde, also das wird also pragmatisch verwendet. Pragmatisch deskriptiv, also zwischen zwei Kriegen. Und das ist interessant, weil damit wird, ich weiß nicht ganz genau, ob damit mit dem ersten Krieg, ob das der Weltkrieg ist oder der Bürgerkrieg. Aber auf jeden Fall Zwischenkriegszeit. Manche erwähnen auch 1920er, 30er Jahre, das ist auch ein gängiger Begriff. Und auch nicht oft, aber manchmal auch die erste Revolution. Vielen Dank, das war ja ganz wichtig. Nur noch mal ganz kurz zurück, Sie hatten eben gesagt, dass umgangssprachlich auch im Deutschen jemand sagt Zwischenkriegszeit, das habe ich noch nie gehört. Man sagt vor dem Krieg. Also der normale Mensch, der nicht als Wissenschaftler sich äußert, wird niemals sagen, jetzt reden wir mal über die Zwischenkriegszeit. Das halte ich. Wie bitte? Ich habe es nicht vorgestellt. Also Sie haben einleitend gesagt, dass man im Deutschen auch sagt, die Zwischenkriegszeit, es wäre gängig. Ich halte das überhaupt nicht für gängig. Im normalen Reden sagt keiner Zwischenkriegszeit. Also ich glaube, im Deutschen ist das... Habe ich noch nie gehört. Ich glaube, die meisten von uns Abitur gemacht haben, waren in den letzten Jahren kennen diesen Gang. Da kommen die Schulbücher vor.
natürlich schon prägend, wenn solche Begriffe tatsächlich im Schulunterricht vermittelt werden und dann gerade in den Jahrgangsschulen, was hinterher verantwortlich und erwartet ist. Also von daher glaube ich, ist das schon relativ gängig, aber natürlich nur im Smalltalk wird man das eher selten hören, dass das verwendet wird. Also ich will mal nur was sagen, in dem heutigen politischen Diskurs wird ja sehr häufig mit Weimarer Verhältnissen sein. Ich habe auch keinmal gehört, dass er gesagt hat, das ist ja wieder Friedrichszeit. Das habe ich noch in keiner Debatte, in keinem Smalltalk-Radio oder so gehört. Also da sagt man Weimarer Verhältnisse und sagt nicht, das ist ja wieder Friedrichszeit. Das würde mich sehr wundern. Das stimmt. Also die dazu, nur, wie gesagt, ich denke mal, das ist das. Genau. Uns ist nämlich die Rechtlage durcheinander gekommen. Das ist aber der Technik geschuldet gewesen. Herr Schmale hat sich, glaube ich, unser Termin gemeldet und Herr Holz ganz hinten. Aber erst ist Herr Schmale, der ist auch weiter weg. Das ist ja die. Na, das Internet hebt die Entfernung auf. Vielen Dank. Also, ich finde wichtig, dass man die Perspektive der Zeitgenossinnen und Genossen auch in den Blick nimmt. Und es ist auch auffällig in der sogenannten Zwischenkriegszeit, wie intensiv dieser Gedanke, es kommt zu einem nächsten Krieg, wenn nicht diese oder jene Maßnahmen ergriffen werden, präsent ist. Ja, insofern wird von den Zeitgenossinnen das nicht unbedingt direkt als Zwischenkriegszeit bezeichnet, aber das Gefühl, zwischen zwei Kriegen zu leben, ist doch sehr weit verbreitet und kommt eigentlich in den meisten Quellen irgendwie zum Ausdruck. Also insofern ist er an sich schon sachgerecht. Man könnte das ja auch ein bisschen noch ausweiten, wenn ich an den Vortrag von Herrn Haasberg anknüpfe. Also wir haben ja schon im späten 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert Formulierungen wie neue Zeit, Geschichte der neuen Zeit, wir leben in einer neuen Zeit, was die eigene Gegenwart meint. Wir haben den Begriff oder das Adjektiv des Modernus, das eben auch sich abhebt von etwas anderem. Und diese berühmte Querelle, die Ancien et Modern, die beginnt ja bereits im 16. Jahrhundert in der italienischen Renaissance, wo man auch dieses Gefühl in einer neuen Zeit, wie es auch wörtlich ausgedrückt wird, darlegt. Insofern denke ich, ist es immer interessant, auf Formulierungen zu achten, die die Zeitgenossen, Zeitgenossinnen gewählt haben, um ihre eigene Zeit von der anderen zu heben und möglicherweise auch ein Zwischen, weil etwas vielleicht kommen könnte, anzudeuten. Also gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Schmale, aber ich darf an die Formulierung von, die Sie natürlich kennen, von Hans Blumenberg erinnern, der mal geschrieben hat, 1973, also auch schon ein paar Jahre her, es gibt keine Zeitzeugen von Epochenumbrüchen, weil die es nicht merken. Der Epochenumbruch ist eben nicht in der Biografie oder in der Wahrnehmung des Einzelnen. Er kann zwar sagen, das ist eine neue Zeit oder irgendwie, das ist doch so ein Neues, jetzt haben wir Demokratie, ja gut, ist mal was Neues. Aber die Wahrnehmung von Epochenumbrüchen, in dem Sinne jetzt, wie Herr Haasberg das auch benannt hat, das ist augenscheinlich, ich will jetzt dieses Adressü von Blumenberg nicht überbewerten, aber da ist das schon etwas zugespitzt wiedergegeben. Und klar, man findet jetzt wenn man Publizistik analysiert oder Ego-Dokumente oder so, wird man natürlich immer wieder Sachen finden von einer neuen Zeit oder so. Aber die finden Sie auch 1910 oder so oder 1905. Das war vielleicht noch stärker Umbruch-Epoche als was dann nach 1919 passiert. Also wie gesagt, kann man jetzt nicht darüber diskutieren, aber ich bleibe trotzdem bei meiner gewissen Skepsis. Das ist ein guter Hinweis, glaube ich. Ich hatte das zuletzt mal, als das Kulturjahr war, was ja eigentlich Informationsjahr oder Dekadesjahr heißt, wollte. Das heißt, da wurde im Vorfeld sogar schon eine Epoche ausgerufen. Als man mal nachrecherchiert, da ist es ja auch ein Epochenbewusstsein. Die Beschleunigung der Zeit, auch der Gedanken, die durch den Buchdruck und so weiter weitergetragen werden, alles das findet man dann auch in Quellen, wenn man danach sucht. Aber wir haben diesen Epochenbegriff schon und suchen deshalb danach, so wie wir eben nicht 1910 nach Umbrüchen suchen, sondern 1914 oder 18. Also da haben wir das auch noch dazu, und wir würden die Unterschlagung einbeziehen, nicht nur auf den Deutschen. Die kommen schon dazu, die stehen hier alle bei mir auf der Liste. Und wo ist es dann heute?
Also, erstes Jahr Holz dran. Und dann gehen wir nach Indiana. Holz. Ja. Hallo, Stefan Holz, Museumsleiter in Lüdich. Also, der Herr Schmale hat mir jetzt schon vorweggegriffen. Ich wollte nämlich auch darauf hinaus. Also, wir reden von dem Zeitraum von 1919 bis 1939, dass die Menschen, die in dieser Zeit leben, das durchaus als Zwischenkriegszeit verstanden haben. Also ganz bekannt ist da der Ausspruch vom französischen Marschall Ferdinand Foch. Ja, was er will, das ist kein Friedensvertrag, das ist ein 20-jähriger Waffenstillstand. Ja. Was dabei jetzt nochmal ein gutes Beispiel auch ist, ist eine Schrift von Otto Bauer, österreichischen Marxisten. Die heißt dann auch zwischen zwei Weltkriegen. Das ist damals erschienen in Bratislava, Exil, 1936. Und da trifft er dann auch ganz konkret die Vorhersage, dass es einen zweiten Weltkrieg definitiv geben wird. Und um jetzt mal eine Nebenruhe dazu zu setzen, es gibt auch eine Schrift von dem preußischen Ministerpräsidenten Paul Dorsch, die 1929 erschienen ist. Die hatte dann die Bezeichnung Der Weg der Sozialdemokratie zur Macht in Preußen. Und die ist als Jubiläumsschrift für die Novemberrevolution herausgegeben worden. Quasi, ich versuche jetzt mal ein einfaches Wort zu packen, quasi als ein Geburtstagsgeschenk an die Weimarer Republik ist diese Schrift rausgekommen. Und da findet man umgekehrt diese Vorhersage überhaupt nicht, sondern der Hirsch geht im Prinzip davon aus, ja, das war so in 1923, das war noch schlimm, aber jetzt sind wir voll Berg und wir marschieren jetzt einfach durch. Und das ist der Gegner zu den Bauern, der die Errichtung auch der austrofaschistischen Diktatur miterlebt hat, ist ja dann entsprechend geflüchtet vor dem Deutungsregime. Und noch ein anderes Beispiel, was der Gleichgewicht bekommt. Es gibt so ein ganz bekanntes Lied, der heimliche Aufmarsch. Ich will es jetzt nicht vorsingen, weil passt hier nicht hin, aber dort wird dann auch die Perspektive aufgemacht, es gibt quasi den Zweiten Weltkrieg und der kommt definitiv. Und dieses Lied ist schon in den 20er Jahren entstanden, da gab es die Hitler-Diktatur noch gar nicht. Also die Beispiele, die Sie gebracht haben, ja in einem breiten Feld von ähnlichen Formulierungen, die man da wählen kann, ist ja in den letzten Jahren von Rüdiger Graef sehr genau untersucht worden, die Frage der Krisenhaftigkeit der Weimarer Republik. Wie viel Krise war da drin? Wie viel Optimismus war da eigentlich auch drin? In vielerlei publizistischen Hinweisen. Wir haben ja, glaube ich, nie eine Phase gehabt, in der so viele Utopien formuliert worden sind, wie der im Zeitraum nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Also zumindest von der Menge her. Ich rede jetzt nicht von Qualität. Also das ist richtig, was Sie sagen. Aber auf der anderen Seite, es ging ja jetzt nicht um die Frage, wie bewertet man die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und der Furcht vor einem am Horizont aufscheinenden möglichen Zweiten Weltkrieg? Die Beispiele aus dem politischen Raum, wie Sie genannt haben, aus dem französischen Raum, da wird das ja ganz klar gesagt. Ja, da ist es ja sozusagen auch Propaganda nach dem Motto, wir haben jetzt hier nur so einen 20-jährigen Waffenstillstand. Und dann geht's los. Wir müssen sehen, dass da in Deutschland klein ist. Also jetzt mal zugespitzt formuliert. Aber wir reden ja jetzt hier über Epochenwahrnehmung und nicht über politische Publizistik. Also da müssen wir doch schon ein bisschen differenzieren. Das eine kann man sich ja genau anschauen, da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht. Aber ich glaube, dass das für die Wahrnehmung einer Zwischenkriegsepoche nicht signifikant ist. Also das würde ich nicht unbedingt sagen. Und nochmal, es ist ausgesprochen schwer, epochale Wahrnehmung sozusagen eo ipso herauszudestillieren. Wenn man sie, wie Herr Hasmann, wenn man da was sucht, findet man natürlich solche Hinweise. Aber das aus sich heraus jemand eine Epoche im Sinne von unmittelbar zu Gott beschreibt,
Das halte ich für's, mag es durchaus geben, ich will das gar nicht jetzt nachher stellen, aber das war dann keiner, der eine Mehrheit gefunden hat. Individuell wird es das gegeben haben und mit Sicherheit gibt es auch Biografien, die man da nehmen kann, mit dem, um das noch ein Beispiel zu sagen, bei der Frage der Katastrophenzeit, wie das Eric Hobsbawm in seinem zweiten Kapitel benannt hat. Das geht natürlich auch auf Zeitgenossen zurück. Ich nenne als Beispiel den berühmten Historiker Friedrich Meinecke, der 1946 ein sehr wirkmächtiges Buch publiziert hat mit dem Titel Die deutsche Katastrophe, der genau diesen Zeitraum behandelt. Also die deutsche Katastrophe setzt bei ihm eben im Kaiserreich ein und überwölbt dann diese Zwischenkriegszeit. Und er nennt das die deutsche Katastrophe. Er sagt nicht der Untergang Deutschlands, er sagt die deutsche Katastrophe. Also da ist der Begriff bei einem reflektierenden alten Historiker, also Jahrgang 1861, wenn ich recht im Kopf habe, also der war schon wirklich alt, der reflektiert nochmal über die Umbrüche, würden wir jetzt neutral sagen, des Katastrophen der deutschen Geschichte und verwendet eben diese Katastrophenbegriffe. Das ist durchaus eine Sache, die dann eben bis hin zu Hobsbawm weiterwirkt, dass eben dieser Zeitraum als Katastrophen-Epoche wahrgenommen und unterschrieben ist. Okay, now we are all in Ljubljana, let's say. Irina Velesnic, do you have a question or a remark from a Slovenian perspective? Yes, I can only add two perspectives from Slovenia because I did not get the lectures on the whole. But regarding the interwar period, I could add that I would say that interwar period in Slovenia is still not completely revised. Or, as for example, when we are looking at the Austro-Hungarian monarchy, it is now the view is very changed. For example, if in the socialist period the Habsburg monarchy was considered by the prism of the nation, now the view on the Austro-Hungarian monarchy is completely different. But this has not happened with the interwar period and Kingdom of Yugoslavia. I would say that the interwar period in Slovenia is watched through the lenses of political history and political events that were taking place in Yugoslavia. And also chronologically, the interwar period is divided the time before and after the dictatorship of the Kingdom of Alexander, so in 1929. So the interwar period is basically viewed as repressive, as undemocratic, and in some way also, orientalistic view, as those of the times where the Belgrade Bashkirtia was basically taking place in politics, and nothing was clear, and nothing was in order, as in the times of the Austro-Hungarian monarchy. Nevertheless, I should say that also in the interwar period, political parties were merged and also elections were taking place for 15 years. So it is not entirely an undemocratic system. It is also seen as some kind of prelude, introduction in the socialist period. So without the Kingdom of Yugoslavia, also socialist Yugoslavia could not happen. So Tito Yugoslavia could not happen. But I would also say that this undemocratic system, this picture, would be revised in some way, because I would say me and Anna were also looking, for example, the social politics in Kingdom of Yugoslavia, and it was in many ways very innovative. It was not undemocratic and inefficient, but it has a lot of these new elements. I think, for example, in health policy, in social policy, the Kingdom of Yugoslavia was very much modern monarchy. So I hope Anna will probably also add something from this my short thoughts on interwar period in Slovenia. Yes, thank you. I think this is a very important hint for us how the youth is in Slovenia today.
and then since the 1950s. You don't expect an answer, I think, because this was in remarks. Therefore, I call Robert Lasak in Poland, in Matygor. Can you hear me? Sure? Yes, okay. Okay. So to the question about the interwar period, the term interwar period, in Poland it is a very common and known term to, you know, everyone is learning about interwar period in history lessons, in Polish lessons. There is a lot of in the history, there is a lot of things around Mr. Piłsudski, for example, in Poland. The interwar period in just a minute, there's a word. Literatur of Deutsch. it's overloaded with national views because the Polish country just is rising up. So the interwar period in Poland is a very common used term, and everyone is learning about the interwar period. So everyone knows it. And I'm not talking now about people who are studying history or who are studying Polish or whatever. We learn about interwar period primary school. And about the term interwar period, actually there is even in Wikipedia, the Polish Wikipedia is the term interwar period. Described, and it's actually it's called in Polish, just to mention it's wojenne, it's called the 20 years between the wars. This is the Polish term, but not directly. But it's about interwar period. It was very interesting your direction. The 20 years between the wars means especially that, and it was very interesting. That is this term common in Poland, and okay, that is an argument for using it here in the European dimension. I think that might be okay. And there is another interpolation, so to speak. There is a saying of interbello, also the period of interbello, also in Latin, zwischen den Kriegen. Also this is it's a term that is used in ancient history, zwischen den Kriegen, interbello. Dass man weiß, der nächste Krieg wird kommen. Es ist keine Phrase, wo man sagt, es ist der ewige Frieden. Also wie Immanuel Kant gesagt hat, it's on the agenda. This interbello, that means parabello, oder? Also bereite den Krieg vor und sorge dafür, dass du gerüstet bist. Das ist natürlich in der deutschen Situation in der Weimarer genauso gewesen. Es war auch die Angst, ein Spielball zu sein der Mächte, deshalb eben auch die Versuche, illegal die Reichswehr aufzurüsten und alles, was damit zusammenhängt. Das muss man so sehen, klar. Also insoweit gibt es im Deutschen sicherlich auch diese Wahrnehmung, zwischen den Kriegen sich zu bewegen. Aber wir reden ja hier nicht über eine Wahrnehmung, die in diese Richtung geht, wie eben der Holz, glaube ich, gesagt hatte, vollkommen zu Recht. Und es ging ja jetzt um den Epochenbegriff. Dann ist der polnische Epochenbegriff ja sehr neutral. Also, there's a term for the war period in Poland is very neutral, because there are only the time between of the time of 20 years, you said.
it's very neutral, and perhaps we should use this in our project. And now, Herr Neubürger. Ja, wir danken das Wort. Das ist eine schöne Diskussion, die sich jetzt hier auch ergeben hat. Ich möchte mich meinem Vorredner aus Polen mal ein bisschen anschließen. Der Begriff Zwischenkriegszeit, der ist auch in der europäischen Geschichtswissenschaft durchaus verbreitet. Ich kenne es aus der britischen Geschichtswissenschaft und aus der niederländischen Geschichtswissenschaft unter dem Begriff Interbellum, der ja auch schon gefallen ist. Nur mir scheint es so, dass wir Deutsche uns besonders schwer tun mit dem Begriff, weil wir eben mit 1933 mitten in diesem Zeitraum eine ganz große Zäsur haben. Und weil eben dieser Begriff auch mit der Sonderwegsthese verbunden ist, die ja eben auch eine typisch deutsche Perspektive da wiedergibt. Es scheint mir da auch einige Entwicklungen zu geben, die ja es durchaus rechtfertigen, die Zwischenkriegszeit als eine zusammenhängende Epoche zu betrachten oder vielleicht die Zeit von 1914 bis 1945, also das Zeitalter der Weltkriege, wenn man es ein bisschen weiter fasst, auch als zusammenhängende Epoche zu betrachten. Es war eine Zeit, die von extremer Modernisierung geprägt war in Kunst, Kultur, Stichwort Erfindung des Radios, Architektur, Mode, aber auch die Modernisierung des Alltagslebens, auch des urbanen Alltagslebens, insbesondere Konsumangebote, Freizeitmöglichkeiten, Mobilität, das Auto ist wird zu einer allgegenwärtigen Erscheinung in der Zwischenkriegszeit. Also da tut sich einiges und interessanterweise, was auch so ein Signum dieser Epoche ist, dass diese Modernisierung zu Politikum wird. Also da gibt es eine ganz heftige Auseinandersetzung, viel heftiger meines Wissens zumindest, als das in den vorherigen Jahren der Fall war. Und es ist eben auch eine Zeit, die von dem Aufkommen radikaler Zukunftsentwürfe geprägt ist, die dann auch durchgeführt werden und umgesetzt werden. Ne? Das Zeitalter der Ideologie, was da so beginnt. Und die Gestaltungsfantasien werden immer ausufernder. Erfindung eines neuen Menschen wird propagiert. Und da wurde ja schon darauf hingewiesen, die instabilen politischen Ordnungen, Revolutionen, Putsche, Bürgerkriege und gleichzeitig gepaart mit der Erfahrung von existenziellen Wirtschaftskrisen und extremer materieller Not. Also mir scheint es dann doch eigentlich ein Zeitraum zu sein, der es durchaus verdient hat, auch wo man auch einen Begriff verdient hat. Ja. Zumal ja auch, wenn man jetzt die Weltkriege noch mit hineinnimmt, muss man ja sagen, das 19. Jahrhundert war eine relativ lange, eine relativ friedliche Zeit. Und dann brechen eben ab 1914 bis 1945 beispiellose Gewaltexzesse über Europa und die Welt hinein. Und ja, das wäre mein Beitrag. Ja, vielen Dank, Herr Neubürger. Ich kann dir im Allen nur zustimmen, aber trotzdem müssen wir uns überlegen, ist dann diese Begrifflichkeit Zwischenkriegszeit, also zwischen etwas zu sein, ausreichend. Sie haben jetzt sehr stark abgehoben auf Tendenzen der Modernisierung, der Radikalisierung und so weiter. Also ich verkürze jetzt. Dann muss man vielleicht andere Begrifflichkeiten wählen. Also dann ist das mit dem Zwischenkriegs, denn die Modernisierung hört ja nicht am 1. September 1939 auf. Also das ist ein Prozess, der sich sogar noch mal verschärft, wenn man das mal hart formuliert. Also das ist doch mal ein anderes Thema, jetzt Modernisierung und NS-Zeit. Aber da wird es dann sehr schwierig. Und ich habe natürlich jetzt auch keine geniale Lösung hier auf meinem Zettel stehen. Als Alternative, aber nur mit der Begrifflichkeit Modernisierung oder verschiedenen anderen, die Sie genannt haben, dann wird es doch sehr auf einzelnen Ebenen angesiedelt. Und das ist dann auch wieder kein Epochenbegriff, denn wo fängt Modernisierung an? Ja, Entschuldigung, da kann man ganz weit zurückgehen. Ja. Also der Begriff ist erstmal sehr abstrakt. Und das ist eine zugespitzte Modernisierung und auch sicherlich eine neue Qualität von Modernisierung, weil sie eben sehr breite Bevölkerungsschichten. Vollkommen richtig. Modernisierung war für den Adel und vielleicht auch irgendwann fürs Bürgertum. Jetzt wird es auf einmal passen. Vollkommen richtig. Aber dann muss man mit anderen Begriffen operieren, die dann eben in so Begrifflichkeiten reingehen. Zeitalter der Massen oder so. Ja, dann sind wir wieder bei ganz anderen Rahmenbedingungen. Ja, also Optik, Gazette, wo man das mehr unter Sonne
Schiene lang läuft. Aber tut mich da sehr schwer mit, das jetzt als Alternative zu sehen. Und wie gesagt, nochmal, der Begriff Zwischenkriegszeit, wenn man das Beispiel aus Polen jetzt hört, was ich interessant fand, dass da eben ganz neutral mit diesen 20 Jahren operiert, mehr oder weniger neutral, mit diesen 20 Jahren operiert wird. Also vielleicht ist es dann doch eine Lösung, das so stehen zu lassen. I hope you already read in the chat that Robert explained this is not a neutral term. It seems so, it would be neutral, but it isn't, because there are some ideas are combined with this term of the epoch, of this epoch. This is glaube ich, yeah. I think this is a very difficult question. Now we have different terms of epochs which are alike over, you can say. They are cannot be. There are terms of epochs which were constructed by a special point of view, modernization, rather ideas in the past and so on. And otherwise, you have very political dimensions if you are speaking from interwar period. It's one more difficulty I think we have found. And now there is Anna from Ljubljana. Sorry, my connection is not very good, so I will speak without camera if you don't mind. I would just want to add that also here in Slovenia, this expression, the interwar period, Obdobje medvega vojnoma, is a regular one. And the other thing that I also wanted to add is that many good things that happened after the First World War, like the social policies and so on, then went down and were somehow forgotten after the Second World War. So this is my remark for now. Okay, thank you for this remark. Is there any other question? Via Zoom? Oder gibt es hier noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, die wir vor dem bald beginnenden Abendessen noch klären können? Okay, offenkundig sind Sie alle so hungrig und was die Neugierde anbetrifft, schon gesättigt. Von daher können wir uns jetzt den Körper nicht bewegen, zumindest was die Speisen anbetrifft, zu melden.